packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Ringen. Hergiswil hat gewonnen, der Trainer zurück und der Match. Hergiswil gewinnt am Samstag daheim gegen Einsiedlen hoch 27-13. Viel wichtiger aber, der Gianni Maroschwöldi ist nach gut zwei Jahren Unterbruch wieder Trainer der Ringerriege. Ganz speziell, der Coach, der Gianni! Der Gianni, exklusiv für Telenavtele Zentralschweiz, zu seinem Comeback. Gianni Maroschwöldi, die Leute heute in der Mehrzweckhalle waren überrascht. Du wurdest vorgestellt als Trainer von Hergiswil. Du bist wieder Trainer. Was war deine Motivation? Was sind die Hintergründe? Ja, das ist schwer zu sagen, aber das ist gleich wie ein Eltern und ein Kind. So gesagt. Ein Eltern wegen mir ist diese Mannschaft zusammen erwachsen, fast wie meine Kinder. Und so muss ehrlich sagen, ist, wenn du merken, für deine Kinder etwas Schmerz haben oder weinen, du probierst für helfen. Und diese Situation, das ist die einzige gute Lösung zu mir. Wenn Anfragen zu mir, ich sage und probiere helfen. Aber das ist nur bis Ende Saison. Zu der Rückkehr von Gianni Maroschwöldi, der Präsident der Ringerriege Hergiswil, der Dani Staduma. Seit dem Dienstag haben wir die Mannschaft informiert, dass er wieder Trainer ist. Er tut eigentlich alle drei Trainings zu leiten und ist auch der Coach. Was sind die Hintergründe? Wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Olaf Brandt getrennt, die Vorderwoche, und haben natürlich müssen nach einer sehr guten Lösung suchen. Und, der Gianni hat sich eigentlich anerboten für den Job übernommen und wir sind natürlich überaus glücklich. Er hat ja nie ganz loslassen, obwohl, oder? Er war immer ein bisschen, überall immer an dem Match gewesen. Genau, ich meine, einer wie der Gianni, der mit Herzblut dabei war, jahrelang, hat er das über 9 Jahre gemacht. Und ist klar, so einer kann nie ganz weg. Irgendwo ist man immer ein bisschen gefesselt, das Ringen. Zu den Gründen der Training von Olaf Brandt, Dani Staduma. Er hat gewisse Sachen, die sich jetzt halt nicht ganz deckt haben mit unseren Vorstellungen. Und wir jetzt schlussendlich müssen die Notbremse ziehen. Genau. Der Vorstand zieht Notbremse, die Mannschaft gibt Gas. 27-13 gegen Einsiedlen. Der Einstand für Gianni ist glückt. Schwieriger wird es nächste Woche gegen Freiamt. Der Blick nach Willisau. Willisau hat ebenfalls gewonnen, auswärts gegen Schattdorf, 13-21. Auch hier ganz klar die Devise wie in Hergiswil: Sieg ist Pflicht. Sieg ist Tagesform oder Glück, das ist die Ausgangslage vom spannendsten Duell vom Abend. Freiamt gegen Chriesere, der Tabelle Erste gegen Zweite. Ausgegangen ist es 19-15 für Chriesere mit Heimvorteil. Übrigens, der Gianni hat das auf Telenapf schon am Mittwoch gesagt. Ein bisschen mehr Chance geben für Chriesere, aber Tagesform und ein bisschen Glück, glaube nur das entscheiden für diesen Kampf. Das gibt in der 5. Runde folgende Platzierungen. Erste Chriesere und Freiamt, beide 5 Kämpfe, 4 Siege und je eine Niederlage. Zweite Hergiswil und Willisau, beide 3 Siege und 2 Niederlagen. Schlusslicht Schattdorf und Einsiedler. Schattdorf mit einem Sieg gegen Einsiedler. Und in Einsiedler, dort ist es nicht nur schattig, sondern dunkel. 5 Kämpfe, 5 Niederlagen. Der Gianni Maroschwöldi zu den Hergiswiler Erwartungen vor dem Kampf gegen Einsiedler. Ja, ungefähr diese Resultate erwarten. Leider zwei Kampf nicht so gelaufen wie vorher geplant. Aber das etwas
schlechter aufstellen und etwas eine Kondition, was vorher gesagt, und diese zwei komplett verloren, aber dort auch relativ gut gerungen. Hier schon letzte Woche gegen Willisau ist Einsiedler bis zur Pause gar in Führung gelegen, genau mit 10-11. Der Einsiedler Trainer, der René Buchmann. Ja, wir sind schon nicht allzu euphorisch angereist. Also wir haben zwei Gewichte nicht können besetzen und im einen 97. der Roger immer noch angeschlagen gewesen. Aber nichtsdestotrotz ja, sind wir gekommen, um das Maximum rauszuholen. Was haben Sie für einen Punktestand gerechnet? Ja, also wenn man realistisch ist, hätte man schon so etwas müssen erwarten. Ja. Es war klar, dass wir ein paar Vierer werden abgeben werden. Und dann gibt es natürlich schnell ein paar Punkte. Und da nun die schönsten Highlights aus Hergiswiler Sicht zum Abschluss. Fangen wir gerade an mit dem zweiten Comeback vom Abend. Der Werner Suppiger nach rund eineinhalb Jahren wieder zum ersten Mal auf der Matte und gerade mit einem Schultersieg gegen Roger Schatt. Chapeau! Und das Comeback vom Akos Koriza mit dem ersten Sieg der Saison gegen Bruno Flück, gerade mit technischer Überlegenheit. Toll! Lang noch nicht ganz. Der technische Überlegenheit. Aber jetzt! Alle 15:0 für den Akos. Sieg durch technische Überlegenheit. Oder der Superschulter-Sieg von Marco Hadou gegen Dominik Kählin. Oder der István Dencsik mit technischen Überlegenheit gegen Jan Neyer. Freistil zwischen Dencsik, István und Neyer. Zum Schluss der Sieg von Patrick Stadouma gegen Peter Kerchen mit technischer Überlegenheit. Hier auf Telenapf sehen ihr alles, hier auf Telenapf sehen ihr es zuerst. Ein Dank den Sponsoren von diesen Beiträgen. Verpassen Sie auch nicht die Meinung von Gianni zu den anderen Begegnungen, gerade anschliessend, und die ausführliche Reportage dann etwas später. Hier auf Team Regionalfernsehen. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.